Die Miniscooterfahrer und Nutzer von Rollatoren können sich freuen. Das schleswig-holsteinische Appen hat eine nagelneue, sehr große und barrierefreie Bushaltestelle bekommen für 60.000 Euro. Toll, die Bürger sind begeistert. Es ist nicht nur nicht barrierefrei, es ist nicht nur nicht behindertengerecht, es ist zu steil. Ja, die eine Seite ist mit 10% Gefälle etwas zu steil geworden. Vorgeschrieben sind maximal 6%. Ist wohl ein bisschen was schiefgelaufen. Achtung! Man kann nur mit angezogener Handbremse fahren. Sonst und selbst dann rutscht der Rollator von alleine weiter. Dafür klappt der Ausstieg aus dem Bus auch mit Rollator an der neuen und erhöhten Bushaltestelle tadellos. Und wenn man dann ins Dorf will, steht man an der Landstraße und ja, ganz schön viel los hier. Ja, hier ist ja nun leider gar kein Fußgängerüberweg. Wie soll ich hier über die Straße kommen? Ja, Herrschaften, da muss man sich mal eben etwas beeilen, wenn man über die Landstraße will. Auf der Seite der Bushaltestelle gibt's eben nur den Gasthof. Und das Dorf ist auf der anderen Seite. Wenn man hier hinkommt, ist man auf einer Insel. Man kann nicht weg und nicht zurück. Man kann nicht die Freunde in Eetz besuchen, weil 95% aller Menschen auf der anderen Straßenseite wohnen. Was nützt mir eine barrierefreie Haltestelle, wenn ich hier nicht wegkomme? Ach, die Bürger sind so undankbar. Für die 60.000 Euro teure Bushaltestelle hat die Gemeinde Appen 22.000 Euro Zuschuss vom Kreis Pinneberg bekommen, weil sie barrierefrei ist. Dabei wurden nur ein paar kleine Fehler gemacht. Die Fehler sind insofern, dass keiner vielleicht das im Blick hatte, dass wir eine Überquerung hier zusätzlich doch bei dieser gut ausgebauten Bushaltestelle brauchen. Ach, kann passieren. Und so ein Dorfbesuch wird auch überschätzt. Ohne Rollstuhl klappt's doch prima. Und die Gemeinde Appen will nun auch eine Fußgängerüberquerung beantragen. Gut, kann auch ein, zwei Jahre dauern. Aber zum Glück gibt es an der Haltestelle wenigstens noch den Heidekrug. Alle Rollator- und Rollstuhlfahrer, die aus Versehen hier ausgestiegen sind, können eh nur hier einkehren. Willkommen beim neuen Treff zum gestrandeten Rollifahrer. Karin-Lein. Guten Tag. Mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und Extra 3 zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich.